Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Drake News Folge. Heute mit Minecraft, mit einer neuen Grafikkarte und ja, ein bisschen privates Leben. Zuerst zur neuen Grafikkarte. Ich habe jetzt eine GeForce GT 46 gekauft und ja, sie ist recht gut, sehr schnell. Aber das Problem ist, ich kann immer noch kein Shadowplay verwenden. Ich weiß nicht, was die schreiben. Die schreiben 600er und mehr. Und ich habe eine 640er und Shadowplay geht irgendwie nicht. Aber dafür geht das Tuning-Programm, also GeForce Experience und so. Und ich habe sie übertaktet, extrem übertaktet. Also sollte eigentlich alles lagfrei gehen und nehme jetzt halt mit Livestream, also der Livestream mit Open Broadcast Software auf und mit Fraps halt die Aufnahmen. So, ja, tut mir leid, dass ich 3 Tage nicht da war. Also eben die alte, die GeForce 260 GTX Quad ist durchgeschmort und bis ich die ausgebaut habe, die Kabel waren im Weg, alles war im Weg, sie war 3-mal gesichert. Und sie ist einfach nur fett, riesenfett, bis ich die bekommen habe. Da war das Einbauen extrem einfach. Einfach nur extrem einfach. Und die hat Wasserkühlung, die ist super, die ist eben übertaktet. Und alles Mögliche. Sehr, sehr schön. So, dann zu Minecraft. Ich werde ja das Drake-Projekt weitermachen und das Expansion Ultimate Let's Play. Beim Drake-Projekt werde ich jetzt diesmal im Singleplayer ein bisschen machen, weil auf dem Server ja die Monster noch nicht gut spawnen und ich möchte einfach mit euch ein bisschen Action haben und auch ein bisschen wild tun und ein bisschen herumcheaten und sonst irgendwas. Dann werde ich eine neue Welt erstellen mit euch und ja, ich werde wahrscheinlich auch Amplifed nehmen. Ich denke schon. Gibt einfach die besten Welten. Und auf der, wie ihr seht, auf der neuesten Snapshot-Version und immer werde ich es updaten. Also sobald 1.8 rauskommt, spiele ich 1.8 und so weiter. Und ja, und ihr dürft da wünschen, was ihr wollt. Also es ist wirklich frei vom Server, aber ich werde manchmal auf den Server gehen und dort ja, ein bisschen zeigen, Sachen, die wir gebaut haben und so weiter im Let's Play. So, dann, meine ganzen Saves, alles ist gelöscht, also Expansion Ultimate muss neu gestartet werden und ja, außer die von Steam, dort werden die Saves gespeichert und bei Blizzard, beim Battle.net Launcher sind alle Spielstände gelöscht von anderen Let's Plays und deshalb muss ich da ein paar Let's Plays entweder beenden oder neu beginnen, aber kein Problem für mich. Ich habe sowieso nichts Wichtiges drauf gehabt und jo, das Wichtigste habe ich ja jetzt wieder. Und ja, alles kommt nacheinander beim Conquer the World Let's Play, also Medieval 2 Let's Play, leider muss ich dort auch neu beginnen, das ist auch nicht gespeichert, aber ja, weil Windows 7 ist komplett abgestürzt und will das auch, wollte ich nicht installieren, da musste ich die Sachen überschreiben, weil Windows 8, das ist so problematisch, zum Beispiel mit der mittleren Maustaste, die kann man nicht weglegen, da kann man in Spielen nicht die mittlere Maustaste drücken, weil dort sonst das Interface aufgeht von Windows 8 und die F-Tasten sind leider auch besetzt. Da kann man auch nichts drauf tun. Also Windows 8, der größte Schrott für mich und Darm ein No-Go. Ich werde bei Windows 7 Ultimate bleiben, also nicht Ultimate Home Premium bleiben. Werde wahrscheinlich auf Ultimate hochstecken mal, wenn ich es unbedingt brauche. Und eine neue Grafikkarte werde ich dann später kaufen, die war jetzt nur 100 Euro teuer. Ich werde eine für 500 oder 600 Euro kaufen und da
dann auch mit Shadowplay, also viel besser im Livestream und so. Aber wenn im Livestream kommt, da schaue ich, das müsste eigentlich gehen, und wenn nicht, weiß ich ja nicht, dann liegt es am Open Broadcast Caster Software oder sonst irgendwas, und eventuell werde ich dann ein Livestream Aufnahmegerät kaufen. So, im Real Life hat sich auch viel getan. Ich bin jetzt in einem FC und momentan in der zweiten Mannschaft, und ja, ich trainiere hart und ja, hab mich ein bisschen verletzt. Da ging einer mit dem Ellbogen voran in mich hinten in mich rein, habe im Rücken ein bisschen mich gezerrt, aber ich werde am Dienstag wieder trainieren. Ich konnte nur heute ich kann nur heute Abend das Spiel nicht machen, aber das nächste Spiel werde ich mitmachen natürlich. Und ja, so, dann ja, das Geld kommt langsam, da kann ich viel mehr Games kaufen, kann bessere Spiele mit euch let's playen und eben livestreamen, bis ich müde bin. Also da kann ich wirklich 3 Tage lange Livestreams machen und so weiter, kein Problem. Und ja, was ihr wollt, und wenn ihr irgendwas Bestimmtes wollt im Livestream sehen oder sonst irgendwas, dürft ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben, auch welches Let's Play ich anfangen soll oder sonst irgendwas. Und ja, wenn bei Steam gerade Sale oder so ist und ihr ein Game empfehlen könnt, dürft ihr die auch unten hinschreiben oder in die nächsten Dragos News folgen. Und ja, ja, was sich später noch alles ändert, kann ich dann zwischendurch noch sagen. Und wie ihr vielleicht schon wisst, in meinem Kanal, in den Kommentaren, werde ich momentan die News Ding, dort erfahrt ihr alles sofort, also ja, ich werde es immer wieder sofort schreiben dort, und eventuell später manchmal auch im Forum, aber da muss ich jetzt zuerst aktiver werden und auch mehr Leute haben im Forum, und dann geht es auch schon wieder. Und ich habe permanent 30 FPS, ich will aber mehr. Also, ja, das war's mit den Dragos News am Samstag. Nächsten Samstag kommt ein festes Dragos News wieder, eventuell zwischendurch noch eine, je nachdem wie viel ich zu sagen habe, und wenn ich etwas vergessen habe, tut mir leid. Ja, Ion geht weiter, Conquer the World geht weiter, die 2 Minecraft Let's Plays gehen weiter, Diablo 3 geht weiter, Path of Exile geht wahrscheinlich im Livestream weiter und so weiter, und die Livestreams erscheinen dann immer nachher noch bei mir auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal. Und sonst eben bei Twitch live. Und ja, das war's. Und ja, wenn ihr Fragen habt, nur zu. Wenn ihr Wünsche habt, nur zu. Und ja, Dankeschön vielmals für die treue Community. Ich finde es wirklich toll, dass so langsam die Community wächst. Und ja, viel Spaß mit den Videos. Dankeschön. Tschüss.